Heute bei Deutsch D1. Wie wäre es, wenn du anfängst und dir das immer ein Wort? Mal gucken, wie der Satz endet. Okay, kleines Experiment, Live-Experiment. Gucken wir mal. Eine Zeitangabe reinbringen, eine Zeitangabe benennen möchte, eine Warum-Angabe, eine Wie-Angabe und eine Lokalangabe. Was ist eine Angabe? TK Molo. Wie kann man auf Deutsch lange Sätze vernünftig bilden? Darum geht es heute. Ich bin hier mit Mira. Mira, schön, dass du da bist. Du wirst uns heute TK Molo erklären. Außerdem in diesem Video, wir verkünden den Gewinner aus dem letzten B1 Plus Online-Kurs bei Mira. Wir sagen noch nicht, wer gewonnen hat. Es war auf jeden Fall sehr, war es spannend? Es war spannend. Das kommt am Ende von diesem Video. Dann wirst du wissen, ob du dieses Buch gewonnen hast. Bleib dran. Viele denken, dass TK Molo gar nichts mit Deutsch oder so zu tun hat, dass das ein Schokoladenriegel ist oder so. Was ist TK Molo? Ja, es ist fast ein Schokoladenriegel, aber nicht ganz. TK Molo ist eine Regel, wie wir den Satz auf Deutsch, wie wir ihn eine Reihenfolge geben. Es gibt auf Deutsch Sätze, nicht jeder Satz klingt sofort logisch auf Deutsch, sondern nur wenn die Angaben in einer richtigen Reihenfolge ist, können wir diesen Satz gut verarbeiten, wir können ihn gut aufnehmen und gut antworten. Was wäre so ein Satz, wo man TK Molo braucht? Ein Satz mit TK Molo? Ja, man braucht den Satz, wenn man viele, viele Angaben im Satz hat. Also wenn man eine Zeitangabe reinbringen, eine Zeitangabe benennen möchte, eine Warum-Angabe, eine Wie-Angabe und eine Lokalangabe. Was ist eine Angabe? Eine Angabe, das ist ein Element im Satz. Ein Satz Information, könnte man sagen, genau. Okay, also Angabe, wenn es viele Informationen in einem Satz gibt, dann brauche ich oder kann mir TK Molo helfen. Muss ich TK Molo immer benutzen? Nein, man muss es nicht immer benutzen. Ein anderer Satz ist auch richtig, aber wie ich am Anfang sagte, es klingt für Deutsch-Muttersprachler logischer, wenn man TK Molo benutzt. Ich denke, wir brauchen ein Beispiel, damit wir verstehen, wie wir TK Molo anwenden können. Ja, und das möchte ich euch jetzt gerne mal demonstrieren. Also, ein Beispiel für einen Satz in einer in TK Molo Sortierung. Das wäre, ich werde übermorgen wegen meiner Krankheit ganz schnell zum Arzt gehen. Das T in TK Molo steht für temporal. Und temporal bedeutet eine Zeitangabe. Das heißt, in einem Satz mit vielen Angaben steht am Anfang die Zeitangabe. Also nach dem Subjekt und dem Verb steht danach die Zeitangabe. In dem Beispiel war das jetzt, welche Zeitangabe wäre da, welches Wort war die Zeitangabe? Ah, das war übermorgen. Übermorgen. Aber wir werden das nochmal demonstrieren. Okay. Ja. Philipp, du wirst mir jetzt gleich eine Zeitangabe nennen, dann haben wir eine Zeitangabe. Ich würde sagen, wenn du einverstanden bist, wenn wir es so machen, wir bauen jetzt mal zusammen einen TK Molo Satz. Okay, also du sagst was, ich sag was, du sagst was, ich sag was. Und wir bauen am Ende einen Satz da zusammen. Okay, alles klar, los geht's. Ja, okay, alles klar. Philipp, sag mir bitte, wann bist du heute Morgen aufgestanden? Ich schäme mich es zu sagen, aber 10 Uhr. Okay. Um 10 Uhr. Um 10 Uhr, okay. Philipp ist um 10 Uhr aufgestanden. Philipp, warum bist du um 10 Uhr aufgestanden? Weil ich einen Termin hatte. Aha, okay. Kannst du sagen, wie du dich dabei gefühlt hast oder wie das war? Mhm. Ich war entspannt. Also alles war easy, entspannt. Okay, okay. Kannst du mir sagen, wohin du danach gegangen bist oder wo du da warst? Oder? Ich bin, ehrlich gesagt, das war ein Online-Termin, deswegen bin ich an meinen Computer, an meinen Schreibtisch gegangen. Okay, okay, gut. Also, was Philipp mir gerade am Anfang gesagt hat, das war die Zeitangabe. Du hast gesagt, heute Morgen um 10 Uhr. Philipp ist heute Morgen um 10 Uhr aufgestanden. So, dann hat er mir gesagt, warum? Also, warum ist die Kausalangabe, das K von TK Molo, die Kausalangabe, die Antwort auf die Frage, warum? So, Philipp, warum bist du aufgestanden? Ja, um zu dem Termin zu gehen. Aha, er ist aufgestanden wegen seines Termins. Philipp ist heute Morgen
um 10 Uhr aufgestanden wegen seines Termins. Jetzt haben wir schon zwei Angaben von unserem TK-Molo-Satz. Jetzt fehlt noch... noch eine Angabe? Ja, genau. Wie bist du aufgestanden? Entspannt. Ja, okay. Das heißt, Philipp ist heute Morgen wegen seines Termins entspannt aufgestanden. Jetzt fehlt noch unsere Lokalangabe. So, Philipp. Ich bin zu einem Online-Meeting gegangen. Er ist zu einem Online-Meeting gegangen. Okay, dann vervollständigen wir den Satz jetzt. Philipp ist heute Morgen um 10 Uhr wegen seines Termins entspannt entspannt aufgestanden. Bei sich am Computer hat er dann gearbeitet. Also das heißt, wenn wir jetzt einen ganzen kompletten Satz machen wollen. In seiner Wohnung aufgestanden oder was? Ja, genau. Wir brauchen auf jeden Fall, ihr merkt, wir brauchen auf jeden Fall eine Ortsangabe. Hm. Also wir müssen auf die Frage antworten, wo ist etwas passiert? Ich bin in meiner Wohnung aufgestanden. Genau. Also wir müssen in diesem Satz darauf antworten, wo etwas passiert ist. Oder was ist, wenn wir nicht Aufstehen nehmen? Das Aufstehen hat uns ja hier begrenzt. Ja, weil wo steht man auf? Ja, meistens zu Hause. Ja, ne? Hoffentlich. Hoffentlich. Und man könnte ja sagen, wann ich zum Termin gegangen bin. Das wäre auch eine Möglichkeit. Philipp ist um 10.30 Uhr entspannt. Ja, Philipp ist um 10.30 Uhr wegen seines Termins entspannt an den Computer gegangen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Entspannt an den Computer gegangen. Genau. Dann haben wir alle Angaben abgedeckt in diesem Satz. Haben wir alle Angaben gemacht. Philipp, ich erkläre es nochmal ganz langsam. Philipp ist um 10 Uhr. 10.30 Uhr war das. Um 10 Uhr. Ja, dann bist du nicht um 10.30 Uhr aufgestanden. Also, wir machen es ganz einfach. Also, Philipp ist meinetwegen heute Morgen um 10 Uhr. Das ist unsere Antwort auf die Frage, wann. Das ist unsere Temporalangabe, unsere Zeitangabe. So, danach sagen wir, antworten wir auf die Frage, warum. Also, Philipp ist heute Morgen um 10 Uhr. Warum? Wegen seines Termins. Die Antwort auf warum ist die Kausalangabe. Jetzt müssen wir sagen, wie, wenn wir eine Modalangabe machen. Er ist entspannt und jetzt an den Computer. Ist aufgestanden und an den Computer gegangen. Und danach an den Computer gegangen. Ja. Also ihr seht, TK-Molo müsst ihr oder wendet man an, wenn man viele Angaben im Satz hat. Also naja, insgesamt vier Angaben. Eben eine Zeitangabe, eine Kausalangabe, also eine Antwort auf die Frage warum und dann eine Modalangabe, also beschreibt, wie es getan hat und eine Lokalangabe. Immer wenn ihr diese vier Angaben in eurem Satz schreiben wollt, dann macht das in dieser Reihenfolge und euer Satz wird sehr, sehr, sehr logisch und klingt wunderbar. Man nennt diese Regel auch die Wann, Warum, Wie, Wo-Regel. Ich finde diese Namen eigentlich ganz gut, Philipp, weil er genau diese Fragen, die ich dir gestellt habe, ja, weil die genau darin vorkommen. Mhm, okay. Ja, deswegen finde ich diesen Namen auch gar nicht schlecht. Aber ich habe schon von einem Teilnehmer gehört, dass er TK-Molo lieber hat. Aber ja, das ist eine Geschmacksfrage. Sagen wir es so. Okay. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen mit der TK-Molo-Regel. Gibt es dazu noch Fragen, Philipp? Was sagen denn so Teilnehmer bei dir im, du machst ja B1-Plus-Kurse, also B2-Brückenkurse. Was ist so, was die Leute da in den Kursen meistens sagen? Meine Teilnehmer, die hatten gar keine Probleme mehr, als ich genau das gemacht habe, was ich mit Philipp gerade gemacht habe. Ich habe sie gefragt, wann, warum, wie und wo. Und dann haben wir da einen Satz draus gemacht und ich habe ihnen erklärt, pass auf, so müsst ihr das in einem Satz zusammenfassen, also in einem Satz sagen und dann kommt da ein guter TK-Molo-Satz bei raus und das ist, ne, und da, nichts anderes bedeutet das. Und dann waren sie eigentlich, dann war das gar kein Problem mehr. Also, okay. Dann war das in Ordnung und kein Problem mehr. Also das heißt,
wenn ihr euch mit dieser Regel beschäftigt, merkt euch einfach, es ist nicht schwer, es ist nur eine Reihenfolge der Angaben. Ihr müsst einfach nur verstehen, was welche Angabe ist. Sollen wir noch ein Beispiel bringen? Zum Beispiel, wenn wir über uns im Präsens jetzt sprechen, wo wir sind, was wir machen? Ja, das können wir auch machen. Ja, also ich finde, wir sitzen jetzt. Wie wäre es, wenn du anfängst, und dir das immer ein Wort? Mal gucken, wie der Satz endet. Okay, kleines Experiment, Live-Experiment, gucken wir mal. Okay, gut, dann jeweils ein Wort. Jeder ein Wort. Oh, okay, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Gucken mal, was passiert. Okay, ich fange an. Ich sag wir. Sind. Okay, so, jetzt brauchen wir unsere Zeitangabe. Jetzt. Wegen des Videos. Ganz entspannt. Im Kölner Rheinpark. Ganz entspannt im Kölner Rheinpark. Das war's. Kölner Rheinpark, ja. Ja, mit Tekamolo, ja. Das war ein Tekamolo-Satz. Ja. Ihr braucht den Satz nur, also diese Regel nur, wenn es wirklich viele dieser Angaben im Satz gibt. Dann macht man sie in dieser Reihenfolge. Wenn wir jetzt natürlich eine Angabe weniger haben, sagen wir, wir haben jetzt keine Modalangabe oder wir haben keine Ortsangabe. Auch nicht schlimm. Also dann bleiben die Angaben einfach weg und dann hat man vielleicht nur eine Zeitangabe oder eine Kausalangabe. Aber die Reihenfolge bleibt dieselbe. In dem Satz, wir sind, wie war das? Wir sind jetzt, das hast du gesagt. Wegen des Videos, ohne entspannt. Ne? Ja, wir sind jetzt wegen des Videos, ja, jetzt brauchen wir natürlich, wenn wir sagen, wir sind, also das muss man beachten, das Verb, was man benutzt, ja, weil ihr wisst, dass das Verb sein, wenn man sagt, wir sind, dann brauchen wir meistens irgendeinen Ort. Mhm. Wenn wir sagen, wo wir sind, dann müssen wir einen Ort nehmen. Also dieses Verb sein erfordert hier schon eine Lokalangabe. Das heißt, die können wir in diesem Satz nicht oder weglassen. Nehmen wir die Kausalangabe, den Grundweg. Wir sind entspannt im Rheinpark. Genau. Ja? Wäre der Satz auch komplett richtig? Wir sind entspannt. Das bedeutet, wie jetzt kommt unsere Modalangabe und dann unsere Lokalangabe. Die ersten Angaben haben wir weggelassen, weil... Das ist dann nicht mehr TK-Molo, sondern T-Molo. Genau, das war dann Molo, einfach nur Molo. Molo. Ah, okay. Ja, stimmt, wir haben ohne jetzt, ohne heute, nur Molo. Hey, Molo, wie geht's? Ja, genau. Ja, also vielleicht ist es für euch Deutschlerner vielleicht noch einfach, wenn ihr euch wirklich klar macht, was was ist. Das muss man sich immer klar machen. Wo antwortet ihr auf die Frage wann? Wann? Mit welcher Angabe? Mit welcher Information antwortet ihr auf die Frage warum? Und mit welcher Angabe beschreibt ihr, wie ihr etwas macht oder wie etwas passiert? Das ist die Modalangabe. Und mit welcher Information beschreibt ihr, wo etwas ist? Also, oder wohin ist dann die Lokalangabe? Heute ist ja nicht nur Tekamolo, sondern heute haben wir noch etwas Besonderes. Ja. Und zwar verkünden wir einen Gewinner aus dem letzten B1 Plus Kurs, dem B1 Plus Online Kurs, den du gegeben hast, Mira. Ja. Und zwar hier dieses exzellente Buch. Ich muss wirklich sagen, das Buch, das haben wir herausgesucht aus einer Buchhandlung. Wir haben herausgesucht, was sind die besten Bücher zum Thema Bewerbungen, ja, wie man Bewerbungsunterlagen erstellt. Und wir denken, das hier ist momentan das Beste, was es gibt. Hier sind viele Beispiele, wie man es richtig macht, wie man es nicht gut macht, die Bewerbungsunterlagen zu schicken. Und ihr habt ja über das Thema Bewerbung und Arbeitswelt ja, ziemlich viel gesprochen. Im B1 Plus Kurs spricht man darüber viel. Und deswegen ist das der Preis, der Kurspreis aus dem B1 Plus Kurs. Mira, ich übergebe an dich. Ich weiß nicht, wer der Gewinner ist. Ja, also es freut mich natürlich unglaublich, also dass ich hier diesen Gewinner verkünden darf. Es ist die Mariana. Mariana. Genau, Mariana, du hast gewonnen. Du hast gewonnen, Mariana. Ja, können wir auch einen... Hätte ich jetzt eine Hand frei, würde ich den natürlich applaudieren. Wir gratulieren dir, ja. Wir gratulieren dir sehr herzlich dafür, dass du das gewonnen hast. Mariana, du wohnst in Rheinland-Pfalz. Wir schicken dir das Buch nach Rheinland-Pfalz. Genau. Und Mariana, ich möchte dir einfach noch gratulieren für den Fortschritt, den du gemacht hast. Wirklich, du hast Vorträge gehalten auf Deutsch. Die fand ich sehr gut. Und du hast schriftliche Hausaufgaben abgegeben und du hast wirklich mitdiskutiert und mitgesprochen, wenn andere Leute ihren Vortrag gehalten haben. Das ist eine ganz großartige Leistung und dafür hast du dir dieses Buch wirklich verdient. Auf jeden Fall.
Natürlich freue ich mich auch all meine Teilnehmer, die habe ich sehr gerne in meinem Kurs gehabt. Und ich habe mich immer gefreut, wenn ihr da wart. Und wenn, ne, ich habe mich immer sehr gefreut, dann abends mit euch Unterricht zu machen. Und es war mir wirklich eine Freude. Ich finde, dass jeder von euch einen tollen Fortschritt gemacht hat und dass jeder von euch auch einen Preis verdient hätte. Aber Mariana hat wirklich auch eine tolle Leistung abgeliefert mit ihren Vorträgen, ihren schriftlichen Aufgaben und ihren Kommentaren. Ganz großartige Leistung, Mariana. Herzlichen Glückwunsch. Marianne, ich schicke es dir auf jeden Fall und Mira, demnächst gibt es ja wieder einen neuen B1 Plus Kurs, B2 Brückenkurs, ne, also für die Leute, die B1 beendet haben und ja, wenn ihr interessiert seid, mit Mira Unterricht zu haben, schaut mal unten in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren, da gibt es den Link, da gibt es mehr Informationen. Vielen, vielen Dank, Mira, für diese Information, vielen Dank. Ich denke, das war ein ganz besonderes Video zu Tecamolo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch geholfen vor allen Dingen. Und wäre schön, wenn ich euch mal in einem Kurs von mir dann sehen würde. Würde ich mich freuen. Alles klar, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.